Die Geldmaschine bei Electronic Arts scheint mal wieder im vollen Gange zu sein, und zwar mit wirklich großen Negativschlagzeilen. Diesmal drehen sich diese um den neuesten Ableger des NFL-Franchises, und zwar um Madden NFL 21. Fans voteten das Spiel zum schlechtesten Spiel aller Zeiten auf der bekannten Seite Metacritic.com. NFL 21 hat laut aktuellem Standort einen Metacritic von 0,3 von 10 möglichen Punkten. Rekord. Und das sogar, obwohl die Macher der Seite sogar erst schon Reviews nach 48 Stunden nach Release zulassen, damit der Anfangsfrust nicht in Bewertungen einfließt oder generell grundlos gehatet wird. Selbst von der Fachpresse hat laut aktuellem Stand Madden NFL 21 nur 62% von 100% möglich. Und das als Durchschnitt von 17 fachmännischen Review-Zeitschriften bzw. auch Blogs im Internet. Aber natürlich stellt sich jetzt für jeden die Frage, warum eigentlich die schlechten Bewertungen? Spieler behaupten, EA hätte nahezu gar nichts am Gameplay verändert, es soll einfach nur ein aktualisierter Kader im Vergleich zum Vorgänger Madden NFL 20 sein, was natürlich absolut dreist wäre für einen Vollpreistitel von 70 Euro. Allerdings damit noch nicht genug. Es wirkt einfach unfertig, Trainer an der Seitenlinie haben Regenbogenfarben als Bug, generell viele Spielfehler, einfach ein katastrophaler Release. Viele Spieler behaupten sogar, dass Madden NFL 20 besser performen würde. Die Bugs können zwar noch durch Patches beseitigt werden, was allerdings nicht beseitigt werden kann, ist das Spiel einfach an sich, dass es wirklich nahezu keine Neuerungen gibt und man natürlich das Ganze nicht einfach durch Patches ersetzen kann. Generell einfach eine ganz große Enttäuschung von EA. Für echte Football-Enthusiasten vermute ich immer noch keine Abschreckung, das Spiel nicht zu kaufen, allerdings hört man gerade öfter in Bezug auf Ultimate Team-Versionen der Sportspiele von EA, dass man mittlerweile nur noch versucht, möglichst viel Geld mit wenig Arbeit zu generieren. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Morgen werden wir uns das nächste Sportspiel auf jeden Fall mal im Test anschauen, und zwar den neuesten Ableger der NBA 2K-Reihe, nämlich NBA 2K21. Bis dahin, euer Schnitzel Gaming.